So, ihr lieben Freunde, ich nehme euch jetzt nochmal mit in ein Aldi, wo ich nämlich meine erste Ausbeute vorhin hatte. Liegt hier schon wieder rum. Schuhe. Und damit das auch nicht so aussieht, wie er hat die irgendwo gefunden, sondern ich zeige euch jetzt wo. Und jetzt werden wir auch mal gleich mal sehen, das war heute ziemlich früh, ob da jetzt noch eine Menge da ist oder ob sie das schon jetzt weggekauft haben auf die Schnelle. Gut, ich melde mich gleich wieder. So, wir gehen jetzt nochmal beim Aldi rein, aber ich habe schon gesehen, es ist voll. Beziehungsweise da stehen Leute und das ist nervend. Naja, das bringt eigentlich gar nichts daran zu tun. So. Ich dachte, ich habe eine gute Zeit erwischt, aber na, anscheinend nicht so. Beide Kassen voll, nicht voll. Der ist noch da, das ist cool. Komm, jetzt ist alles noch so, wie ich das vorhin gestapelt habe. Cool, jetzt ist hier leer. Wunderbar. Das ist komische Tee. Also auf jeden Fall haben wir hier. Haben Sie schon gepiept beim Reinkommen? Das ist auch geil. Habt ihr gehört, ja? Die sind immer sehr nett hier. Oh, geil, den Advent habe ich voll übersehen. What? Geil, Alter. Juhu. Also entweder haben die... Und hier ist noch der Twinmeier, den wollte ich auch noch. Habe ich nämlich auch liegen lassen. Hier ist, glaube ich, geschlossen, sagte sie gerade. Das war gerade so eine Grundstunde. Ich weiß nicht genau. Ja, weil sie sagte, ob da eins cool. Hier natürlich voll im Weg. Ich glaube, ich gehe mal auf die andere Seite rüber. Jetzt stehen hier auf einmal ein Haufen Leute. Das ist jetzt noch peinlich. Oh Mann. Gut, die nehme ich jetzt mal mit. Seite vor, wo die Möglichkeit. Ja, das kann man jetzt hier auch schlecht zeigen, weil die Leute gucken auch ganz komisch immer noch. Und ich habe eigentlich alle, die ich wollte. Ich würde euch nur zeigen, dass es hier irgendeine neue gibt. Da muss ich sagen, habe ich auch echt überlegt. Fort. Ich stehe hier voll im Weg, gleich kommen wieder ein Haufen Leute. So, hier gibt es diesen. Habe ich schon. Holy, den gibt es auch noch. Lucy Bell.
Hier ist diese Nummer. Jetzt kommt bestimmt gleich die Frage, stehen Sie hier an? Ja, siehst du? Hm. Ah, und hier ist der, den ich auch noch will. Keine neuen. Hier habe ich nämlich vorhin auch mich gewundert, dass in dem einen Fach da vorne praktisch, wo alle immer stehen, alles reingepackt wurde und hier ist leer. Ja? Dann sollen wir besser verteilen. Aber die denken ja nicht an uns Sammler oder an uns Verrückte. Ja, wir sind ja für die ein bisschen verrückt. Wenn wir hier so eine Aktion machen wie ich hier, das Filme und so weiter. Ne? Hier gibt es sogar den alten noch, krass. Lass mal ja nicht stehen. Ah, hier liegt der. Das ist komisch. Habe ich aber jetzt auch schon. Oder habe ich den liegen gelassen? Ich glaube, ich habe den liegen gelassen, weil der hier so schräg war. Seht ihr das da? Das ist schräg drauf. Aber ich glaube, ich nehme ihn doch jetzt mit. Weil wenn ich jetzt... Oh, und hier ist der Porsche. Ah, okay. Den wollte ich ja auch noch haben. Dann lohnt sich das hier doch noch mal. Vielleicht ist er auch von A nach B gerutscht. Also hier habe ich eigentlich vorhin alles durchgeguckt. Da war auch nichts Neues. Oh, Alter. Nee. Gucken wir mal hier nochmal. Also, hier ist die Karte ein bisschen kaputt, aber ich will ihn eigentlich nur zum Umbauen haben. Dafür reicht er mir. Hier hatte ich vorhin einen in der Hand, der hatte hier einen Fehler drauf. Da, ach da, das ist der. Seht ihr den Lackabplatzer da? Deswegen habe ich ihn liegen lassen. Aber ich nehme ihn jetzt doch mit. Und hier war eben dieser Fehler, aber ich nehme ihn auch mit. Ist egal. So, dann haben wir das Ding, den Twin Mile. Den nehme ich jetzt auch einfach mit. So. Das ist geil, dass ich den gefunden habe. Zeig den nochmal später. Hier müssen wir mal kurz mal gucken. Wir gucken mal zusammen einfach. Sieht aber... GT. Boah, der sieht doch fett aus. Das ist eigentlich egal, welchen wir jetzt mitnehmen. Die sind beide gut. Sehen beide sehr gut aus. Zylinder GT. Zylinder GT. Ja, so ist das, ne, wenn man... die Auswahl hat, beziehungsweise gucken kann. Den lassen wir mal hier für den anderen. Den nehmen wir mit. Und den nehme ich jetzt auch noch mit. Gab es auch nur ihn mal. Schöner Camaro. Lässt man eigentlich nicht liegen. Gut. 2, 4, 6, 7 Stück schon wieder. Mann. Was ist denn das da? Alter. Meine Autos hier. Judy, ich verabschiede mich. So, jetzt habe ich wieder mehr Freiraum hier. Die Leute sind weg. Das Teil? Mercedes Unimog. Das ist natürlich auch krass. Aber gut, lass ich auch erstmal liegen, ist nicht so mein Fall. Aber es ist ein Mercedes, wa? Ganz nice, aber
ist mir zu zu komisch gemacht. Was ich hier für dich durchmache, ja, für Blick in den Haufen da oben, habe ich übrigens auch schon mir geholt. Moon Eis, richtig geil. So, und hier sind wir jetzt. Hier bin ich dann auch fast durch, oder? Ich dachte, es ist nicht so stressig um die Uhrzeit. Es ist jetzt irgendwie 7:30, glaube ich. Vielen Dank. Ich kriege jetzt langsam Arm. Fast and Furious. Nochmal Fast and Furious. So, das haben wir eigentlich alle gesehen vorhin. Ja, Judy. Ich würde sagen, nehmen wir das da.